Mein Name ist Jan Eichinger und ich leite das Produktmarketing bei MAN Truck & Bus. Hallo, und ich bin Natascha Janakopoulos, Launch Manager für den neuen Lion City. Und gemeinsam möchten wir Ihnen die Bus-Highlights der diesjährigen IAA vorstellen. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr Komfort, Innovation, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität. Wir haben jetzt im Stadtbusbereich die komplette MAN Lion City Familie in drei Antriebsvarianten auf dem Stand stehen. Neben mir steht der neue MAN Lion City 12, unser Stadtbus in Perfektion. Er hat nicht nur ein super modernes Design, sondern auch einen komplett neu entwickelten Fahrerarbeitsplatz. Wir wollen, dass der Fahrer Fahrkomfort erleben kann. Gleichzeitig war es aber auch wichtig für uns, dass die Passagiere sich wohlfühlen bei uns an Bord. Somit haben wir es versucht, noch mehr Licht in die Räume zu bekommen und mehr Platz für jeden Fahrgast. Wer nicht nur wirtschaftlich, sondern auch emissionsarm unterwegs sein möchte, der entscheidet sich für den MAN Lion City G, unseren Erdgasbus. Die Vorteile für den Betreiber sind ganz klar geringe Geräuschemissionen und unschlagbar niedrige Total Cost of Ownership. Gleichzeitig bekommt der Kunde aber auch noch 75 Jahre Erdgaskompetenz von der MAN, sprich langlebig und Zuverlässigkeit. Stichwort Innovation: Mit dem MAN Efficient Hybrid haben wir eine Stopp-Start-Automatik, die wir sowohl mit Diesel als auch mit Gasbussen kombinieren können. Gleichzeitig ist diese Technologie unser Übergang zur Elektromobilität. Das Passwort der Branche heißt Elektromobilität. Und wir bei MAN haben die Antwort darauf: den neuen MAN Lion City E. Emissionsfreies Fahren auf den Punkt gebracht. Elektromobilität schafft komplett neue Freiheitsgrade. Diese haben wir bei MAN konsequent genutzt. Der Entfall des Motorturms schafft 4 zusätzliche Sitzplätze im Heckbereich. Neoplan steht ja seit jeher für Exklusivität, Design und Innovation. Und ganz wichtig ist für uns das Thema Sicherheit. Mit dem MAN OptiView und einem optionalen Birdview haben wir den Totenwinkel abgeschafft. We'll be right back.